Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Auch heute habe ich wieder eine sehr spannende Gesprächspartnerin in diesem Fall eingeladen, die uns heute ein sehr wichtiges Thema rund um unsere Vierbeiner noch einmal ein bisschen näher bringen wird. Ich glaube, nicht nur für die Hunde, die sehr aktiv unterwegs sind, sondern eigentlich ist das wirklich etwas für jeden und sehr wichtig für jeden. Und sie ist absolute Expertin rund um den Bewegungsapparat, die Gesunderhaltung, und sie wird es gleich noch näher vorstellen. Alles, was damit zu tun hat, denn Susanne Schmidt vom, es war früher das Dorntherapiezentrum Hund, aber heute heißt es www.hundetherapie.köln, denn da bist du, liebe Susanne, mit deiner Physiopraxis, ich kann das gar nicht nur Physiopraxis, weil du machst so viel mehr drumherum, für Hunde seit ganz vielen Jahren tätig. Liebe Susanne, schön, dass du da bist. Ja, danke, Christina. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Dankeschön. Magst du vielleicht so einen ganz kurzen Abriss mal unseren Zuhörern geben, was du in deiner Praxis so alles machst? Ich habe gerade schon gesagt, Physio umfasst das irgendwie nicht so richtig gut, weil du behandelst selber Hunde, machst aber auch super viele Seminare, Fortbildungen für Therapeuten, bist da immer vorne mit dabei mit Verfahren, die super wichtig und neu sind. Und magst du uns da mal so einen ganz kurzen Einstieg über dich geben? Ja, klar, gerne. Also ich bin jetzt tatsächlich schon seit über 20 Jahren in der Hundetherapie-Szene unterwegs, nachdem ich vorher ein paar Jahre mit Menschen gearbeitet habe. Und in meiner Therapiepraxis für Hunde ist der große Fokus schon auf dem Bewegungsapparat, hat aber natürlich auch die Bestandteile, die Betreuung von den alten geriatrischen Hunden, dass die Hunde möglichst problemlos alt werden mit möglichst wenig Problemen. Die Betreuung von Sporthunden ist ein großes Thema in dem Bereich. Techniken zur Schmerzlinderung sind ein ganz großes Thema, ob jetzt mit Gerätemedizin, mit Akupunkturnadeln oder primär mit meinen Händen, ist die Schmerzlinderung eigentlich so mit der größte Baustein in der Praxis. Ne? Natürlich haben wir aber auch kleine Hunde, die zum Muskelaufbautraining kommen und solche Sachen. Und ein ganz großer Bestandteil in den Behandlungen ist immer die Beratung der Halter. Es ist immer ganz wichtig, die Halter zu beraten, welche und wie viel Bewegung für ihre Tiere gut sind, welche Nahrungsergänzung, welche Zusätze Sinn machen, welche vielleicht auch nicht. Es gibt ganz viele kleine Stellschrauben, an denen man ein bisschen manipulieren kann, um die Lebensqualität eines Hundes gravierend zu steigern. Jetzt hast du es gerade auch schon so ein bisschen in deinen Schwerpunkt angesprochen, was bei dir in der Praxis vor allem einen großen, großen Faktor ausmacht. Und als wir darüber gesprochen haben, dass diese Podcast-Folge hier gemacht wird, dann ging es natürlich auch darum, welches Thema könnte denn jetzt so daraus entspringen? Und da war vor allem der Punkt, Schmerzen und das Verhalten von Hunden, während Schmerz existiert. Also überhaupt so Verhaltensveränderungen, die manchmal den Hundebesitzern überhaupt nicht so direkt auffallen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn jetzt gerade im Vorgespräch haben wir auch schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eben auch diese Dinge frühzeitig zu erkennen, um möglichst viel in der Hand zu haben, was man vielleicht tun kann und da frühzeitig zu agieren. Lass uns doch mal zu dem Thema ruhig direkt einsteigen. Schmerzen, gerade auch wenn ich jetzt so aus dem Sektor des Trainingsbereichs und etwas sportlich aktivere Hunde kommen, klar, ich kann mir natürlich, jeder Hundehalter sieht, wenn der Hund ganz klar lahmt, also wenn der wirklich für den Verhalten oder für den Besitzer sehr offensichtlich nicht gleichmäßig läuft. Ich glaube, je nachdem, wie schwer das ist, fällt das wirklich fast jedem auf. Aber da gibt es noch eine ganze, okay, du grinst schon, da gibt es noch eine ganze Menge andere Dinge drumherum. Magst du mal so ein bisschen erzählen, warum dir das so ein wichtiges Thema war und wie wir da vielleicht ein bisschen den Blick für schulen können? Ja, natürlich, sehr gerne. Also
Das große Problem, was ich halt oft in der Praxis erlebe und meine Kolleginnen natürlich alle auch, ist, dass die Leute mit Hunden zur Behandlung kommen, weil man mal drüber gucken soll, der Hund ist jetzt im mittleren oder leicht fortgeschrittenem Alter. Oder jetzt fällt eben auf, dass der Hund eine leichte Lahmheit irgendwo zeigt und jetzt fällt den Leuten auf, dass was nicht ganz in Ordnung ist. Und mit geschultem Auge und besonders mit geschulten Händen stellt man leider sehr oft fest, dass der Hund schon länger Probleme hat. Es ist aber aus Hundesicht natürlich völlig verständlich, dass viele Hunde, besondere Rassen noch viel mehr als andere, ihren Schmerz, den sie eventuell schon von Anfang an so ein bisschen im Körper haben, weil vielleicht so eine leichte angeborene Hüftgelenksdysplasie vorliegt. Das werden ja viele der Hörer schon mal gehört haben. Viele Hunde haben angeborene kleinere Gelenksanomalien, die in den ersten Jahren auch gar nicht so weit so wahnsinnig auffallen, aber dem Hund natürlich schon Probleme bereiten. Da das Tier das aber gar nicht anders kennt, zeigt er das gar nicht wirklich an. Und erst wenn sich auf so eine kleine Schmerzsymptomatik immer weitere Probleme draufsetzen, immer zusätzlichere Muskelverspannungen, weitere Fehlstellungen in Gelenken, in der Wirbelsäule Schmerzen entwickeln, dann kommen diese stärkeren Lahmheiten zum Tragen und der Besitzer sieht das. Es ist zum Beispiel ganz häufig so, dass wir bei so beliebten Familienhundrassen wie Golden Retriever oder Berner Sennenhund zum Beispiel, dass wir eben so eine angeborene Hüftgelenksgeschichte haben oder die Ellbogengelenke von Geburt an nicht ganz in Ordnung sind. Der Hund kennt es aber gar nicht anders, wenn er zur Welt kommt. Das heißt, er kommuniziert das auch nicht. Manche Hundehalter denken, ja, wenn der Hund nicht jault oder jammert, dann hat er auch keine Schmerzen. Und wenn er trotzdem im Bällchen spielt, und mit seinen Artgenossen, dann hat der Hund keine Schmerzen. Das stimmt aber so nicht. Also zum Glück haben die Hunde trotzdem noch so eine Lebensqualität, dass sie trotzdem spielen und dass sie trotzdem auch aktiv sein wollen. Das ist ja auch wunderbar. Aber das überlagert natürlich ein bisschen das Schmerzgeschehen und macht es für den Laien schwerer zu erkennen, dass die Hunde ein Problem haben. Würde man das frühzeitiger erkennen, könnte man natürlich im Vorfeld viel besser gegensteuern. Und die Hunde hätten eine viel länger gute Lebenserwartung und Lebensqualität vor allen Dingen. Sehr spannend, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, was auch einleuchtend ist, wenn ein Hund natürlich mit etwas auf die Welt kommt. Und das ist halt so, das brauchen ja gar keine großen Einschränkungen erstmal sein. Gehört das ja zu seinem normalen Ist-Zustand. Und dass man das dann nicht kommuniziert und ganz wichtig auch, was du auch schon genannt hast, dieses nur weil er nicht jammert oder jault oder sofort völlig wahnsinnig wird, wenn man eine bestimmte Bewegung macht, heißt das ja noch lange nicht, dass der Hund nicht irgendwelche Unwohlseinsgeschichten hat. Also ich glaube, das hast du auch schon gesagt, dass es für Hunde total normal ist, ja auch erstmal Schmerzen nicht unbedingt zu zeigen, selbst wenn sie ihn verspüren. Magst du uns vielleicht da auch noch mal so ein paar Verhaltensweisen vielleicht mal aufzeigen oder was bei dir in der Praxis vielleicht auch schon vorgekommen ist, wo nach Behandlung oder nach Feststellung, nach Sensibilisierung, was kann das alles sein? Also Schmerzen beim Hund unerkannt bis dato vielleicht. Ja, also unerkannte Schmerzen beim Hund können erstmal zu grundsätzlichen Charakter, ich nenne es jetzt einfach mal Eigenschaften führen, weil Veränderungen sind es gar nicht, weil sie für den Hund vielleicht so von Anfang an normal sind. Wir haben oft Hunde, die eine Schmerzsymptomatik im Körper haben, die nicht einfach im Umgang mit anderen Hunden sind, die zum Teil Angst vor anderen Hunden haben oder ein Aggressionsverhalten zeigen, weil sie genau wissen und genau spüren, dass sie sich in einem Ernstfall, wenn es zu einer körperlichen Auseinandersetzung käme, sie sich gar nicht wirklich zur Wehr setzen können. Also nicht jeder kleine Hund, der jeden Fremdhund verbellt, der ist schlecht erzogen oder per se unverträglich. Ganz oft haben die Hunde einfach Angst vorm Gegenüber und haben Angst, dass ihnen was passieren könnte. Verhaltensänderungen, die so auftreten, wenn sich Schmerzen entwickeln beim Hund, zeigen sich halt auch ganz oft dadurch, dass die Hunde ruhiger werden, dass die sich zurückziehen, dass sie natürlich nicht mehr so aktiv sind, dass sie vielleicht Spielverhalten vermeiden. Vielleicht wollen sie auch gar nicht mehr so vom Besitzer angefasst werden und ziehen sich zurück. Also grundsätzliche Verhaltenseigenschaften wie Ängstlichkeit oder Aggression kann sich entwickeln. Auch Schreckhaftigkeit kommt nicht selten aus dem Schmerzgeschehen heraus.
Natürlich fällt es auch einem Schäferhundbesitzer auf, wenn der Balljunkie verrückte Schäfer und jetzt nicht mehr spielen möchte. Und wenn der Hund ein mittleres Alter erreicht hat, glauben viele Leute, dass ein reduziertes Spielverhalten einfach dem Alter geschuldet ist. Meine Erfahrung sagte aber ganz was anderes. Meine Erfahrung sagt, wenn der 2-, 3-jährige Hund gerne mit Spielzeug und Artgenossen spielt, dann tut er das auch sehr gerne noch mit 8, 9 und 10 Jahren. Wenn der das plötzlich unterlässt, liegt es fast nie daran, dass der Hund etwas älter geworden ist, sondern eigentlich immer daran, dass es einen Schmerz verursacht. Was ist so der Beweggrund für die Leute dann zu kommen? Ist es tendenziell auch aus so Verhaltensgründen oder sind das häufig Zufallsbefunde bei dir, dass es so nebenher irgendwie dann auffällt, Mensch, der macht auf einmal das und das wieder? Ja, also leider ist es tatsächlich, also eher die Lahmheit, die die Leute tatsächlich zur Kenntnis nehmen, dass der Hund wirklich langsamer wird, dass er antriebsloser wird, dass er keine Lust mehr hat, die großen Spaziergänge zu machen. Das ist tatsächlich häufiger der Grund. Es gibt aber eine, ich sag mal, eine Zwischenperson zwischen mir und dem Hundehalter, die die Hunde wegen der Verhaltensauffälligkeiten eher zum Physiotherapeuten schickt, und das ist der Hundetrainer. Ich habe ganz viele Hundetrainer in meinem Umfeld. Da bin ich auch wahnsinnig dankbar, nicht nur, weil ich deren Hunde betreuen darf, sondern weil die in ihren Kursen, in ihren Gruppenstunden, im Einzeltraining mit schwierigen Hunden auch ein Augenmerk darauf legen, ob nicht vielleicht eine unerkannte Schmerzsymptomatik der Grund sein könnte, warum der Hund sich schlecht konzentrieren kann, warum der unruhig ist, warum der ohne erkennbaren Grund eine Ängstlichkeit entwickelt hat oder warum er vielleicht ein etwas übersteigertes Aggressionsverhalten hat. Die erfahrenen Hundetrainer holen mich irgendwann dazu und sagen, kannst du mir den Hund einmal durchchecken? Ich merke, wir kommen im Training nicht ganz weiter, oder wir haben einen eigentlich von einem tollen deutschen Züchter super sozialisierten jungen Hund, vielleicht eine feine Setterhündin, also eigentlich per se ein gesunder, charakterstarker, entspannter Hund eigentlich, was den Grundcharakter eines Setters zum Beispiel jetzt angeht. Und dann haben wir einen dabei, der hat aber eine niedrige Beißhemmung. Der konzentriert sich auch ganz schlecht. Der ist sehr unruhig. Und nicht selten liegt der Grund im Bewegungsapparat. Okay, sehr spannend. Also das heißt, ich kenne das ja oder ne, es gibt ja immer so verschiedene Richtungen, in die man denkt, wenn irgendwelche Verhaltensveränderungen auftreten. Gerne wird da auch oder ich habe das Gefühl, das kann ich jetzt gar nicht so in Zahlen ausdrücken. Ich habe das Gefühl, dass da ganz häufig dann auch sowas in Richtung Schilddrüse ja immer sehr gerne direkt organisiert wird. Und ich würde fast denken, ob es nicht auch mindestens genauso oft, wenn nicht sogar öfter, eher aufgrund von irgendwelchen körperlichen unangenehmen, ich kann das ja auch schwer sagen für einen Hund, wie fühlt sich jetzt der Schmerz an? Aber das ist ja auch so ein bisschen die Frage, ich glaube, dieses Feld ist sehr groß. Würdest du dem zustimmen? Auf jeden Fall. Das Feld von unerkannten Schmerzen und Problemen im Bewegungsapparat des Hundes ist mit Sicherheit extrem groß. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Hunde, die als verhaltensauffällig gelten und fast unvermittelbar in Tierheimen sitzen, die sich ins Negative entwickelt haben, einfach weil sie Schmerzen haben, die keiner wirklich erkannt hat. Und wie viele Hunde zu Hause auf dem Sofa liegen, zwar geliebt werden und ein ganz tolles Leben eigentlich haben, die sich aber viel besser bewegen würden können, wenn der Hund ein, zweimal zu einem Physiotherapeuten gebracht werden würde, der einfach die Probleme abstellt. Ich habe auch noch was Interessantes, was ich vielleicht beitragen könnte zu diesem Thema. Ich darf glücklicherweise von sehr vielen Hundezüchtern die Würfe der Hundebabys durchgucken, bevor die vermittelt werden. Das finde ich ganz fantastisch, wenn ein Züchter mich anruft und sagt, ich habe einen Wurf von 6, 7, 8 Hundebabys hier. Kannst du die einmal durchchecken, wenn die 6, 7, 8 Wochen alt sind, ob da einer dabei ist, der irgendwelche Schwächen im Bewegungsapparat hat, der vielleicht jetzt schon Schmerzen hat? Und es ist tatsächlich sogar bei Hundebabys, bei Menschenbabys übrigens auch, gar Ja. nicht selten, gar nicht selten der Fall, dass durch den Geburtsvorgang Problematiken an der Halswirbelsäule entstehen. Und zwar jetzt gar nichts Schlimmes, gar nichts Dramatisches. Da geht ja nichts wirklich kaputt. Aber in so einem Geburtsvorgang ist ein recht traumatischer Vorgang, wenn so ein kleiner, weicher, kleiner Körper durch den Geburtskanal gepresst wird. Und es kommt sehr häufig zu Fehlstellungen an der Halswirbelsäule dieser kleinen Hunde. Und das hat ganz oft zur Folge, dass sie sowohl Schmerzen haben, wie auch Reizverarbeitungsprobleme. Die sind überfordert. Und das ist was ich ganz häufig feststelle, wenn ich so 6 Welpen in der Hand habe und es ist einer dabei, der von Anfang an
sehr unsicher erscheint. Oder der Züchter sagt, boah, ich habe ja einen, der ist total frech im Wurf. Oder der Züchter sagt, ich habe einen, der hält sich immer raus, der sitzt immer nur am Rand und guckt sich das Ganze aus der Distanz an. Der spielt gar nicht richtig mit den anderen. Dann denken unerfahrene Züchter, ja, Gott, ich habe halt einfach einen kleinen Rüpel dabei, ich habe so einen kleinen Clown dabei, der ist immer voll lustig und ich habe so einen etwas ängstlichen dabei, der sich immer im Hintergrund hält. Es kann aber tatsächlich sein, dass auch schon ein Hundewelpe merkt, dass was nicht in Ordnung ist und sich daher entweder zurücknimmt oder auch nach vorne ins Außen geht und sagt, boah, Angriff ist die beste Verteidigung, kommt mir mal alle nicht zu nah. Das können wir sogar bei 6 Wochen alten Hundebabys schon feststellen. Ja, super spannend. Ja, macht man ja auch bei Neugeborenen irgendwie auch viel osteopathisch, eben da auch drüber nachzudenken, ob es da nicht auch mal bei Kindern, die vielleicht sehr, sehr viel weinen und sehr, sehr schlecht irgendwie vielleicht, oder wo man immer denkt, oh Gott, was hat's denn? Und dass es Hunden unter Umständen ähnlich gehen könnte, das kann man sich ja sicherlich auch vorstellen. Und vielleicht, wer das aus eigener Erfahrung kennt, also es braucht ja nicht viel, dass man irgendwie einen Bereich hat, wo man denkt, okay, ich vermeide das, den zu bewegen, oder es strahlt vielleicht auch aus, es ist unangenehm. Und natürlich, gerade jetzt kann ich mir das dann so auch ein bisschen herleiten im Welpenpulk, da ist ja nun mal auch dann viel los. Da ist halt nicht die Hundemutti, die sagt, ihr dürft nur 5 Minuten pro Lebensmonat miteinander spielen und danach ist Feierabend. Da ist ja nun mal Party, solange einer wach ist. Und das kann natürlich auch sehr gut dann schon dort sein, dass da entsprechend die ja, Verhaltensbeobachtung vielleicht dann auch noch mal ein bisschen in dieser Hinsicht überprüft werden könnte. Und würdest du sagen, dass wir als Hundehalter diesbezüglich, jetzt hast du gerade gesagt, es kommen auch Züchter auf dich zu, die das dann ganz gerne auch eben entsprechend gegenchecken lassen. Würdest du sagen, als Hundehalter kann ich etwas tun, um entsprechend eben da ein gutes Auge drauf zu haben, auch wenn jetzt augenscheinlich mein Hund irgendwie nichts hat? Ja, also meine Empfehlung wäre für jeden Hundehalter auf diesem Planeten eigentlich, den Hund einmal im Jahr durchchecken zu lassen. Wenn ich einmal im Jahr meinen Hund zu einem Hundephysiotherapeuten bringen würde, der sich einmal von der Nase bis zur Schwanzspitze den Bewegungsapparat anschaut, ist das eigentlich die beste Prophylaxe, die man betreiben könnte. Weil ein Hundetherapeut, der ein bisschen Erfahrung hat, der erkennt sofort Schwächen. Der erkennt schon beim jungen Hund, und erst recht beim 1-, 2-, 3-jährigen Hund, ob die Gelenke alle in Ordnung sind, ob die Wirbelsäule grundsätzlich in Ordnung ist. Und wenn ich Patienten habe, die ich einmal im Jahr sehe, also es sind eigentlich noch gar keine Patienten, sondern einfach gesunde Hunde, die man zur Gesunderhaltung immer mal einmal im Jahr vorgestellt bekommt. Wenn jetzt im Alter von 3, 4, 5 Jahren da plötzlich ein Problem auf der Bildfläche erscheint und ich kann im Ansatz gegensteuern, wenn es so eine minimal beginnende kleine Arthrose ist oder eine Muskelschwäche oder ein leicht instabiles Gelenk. Es gibt so viele Sachen, die sich dann so entwickeln können. Wenn ich das im Anfangsstadium erkenne, kann ich dem Halter so viele Tipps geben. Mit meinen Behandlungen kann ich sofort natürlich Probleme und Schmerzen lindern, aber ich kann dem Besitzer auch Übungen zeigen, wie er das schwache Vorderbein, die geschwächte Wirbelsäule oder das leicht schmerzhafte Kniegelenk, was er zu Hause machen kann. Es gibt so viele kleine Übungen, die der Besitzer machen kann. Es gibt wunderbare kleine, kostengünstige Hausmittelchen, die man zu Hause einsetzen kann. Und dadurch bekommt der Hundehalter auch ein wunderbares Gefühl nochmal für seinen Hund. Ganz viele Hundephysiotherapeuten bieten ja auch kleine Schulungen an für Hundehalter, wo Hundehalter so einen kleinen Workshop mitmachen. Die sind auch immer so total lustig, die machen am meisten Spaß und sind unterhaltsam, wenn 3, 4 Leute mit ihrem Hund vorbeikommen und man zeigt den Leuten Tipps und sagt, so, schau mal hier, du mit deinem leicht übergewichtigen Golden Retriever machst ein bisschen diese Übungen zum Stärken der Rückenmuskulatur und für diesen Hund bauen wir ein bisschen mehr die Vorderhand auf. Der Hund ist ein bisschen schwach auf den Vorderläufen, da machst du mal die und die Übung. Es gibt so viele fantastische Nahrungsergänzungen oder Heilkräuter oder homöopathische Medikamente, wenn die Leute da aufgeschlossen sind. Es gibt so viele sanfte Methoden und Mittel und Griffe, die man den Leuten zeigen kann, damit so ein Hund viel problemloser und mit viel weniger Schmerzen alt wird. Ein ganz wichtiger Punkt, und das ist ja oft so oder vielleicht auch so ein bisschen darauf bezogen,
wenn ich einen Hund habe, der eine Problematik hat, also wie auch immer, wer das festgestellt hat, aber oft passiert das ja tendenziell eher in der Lebensmitte, würde ich sagen. Also, dass man da ja echt einen jüngeren Hund erstmal noch auch erwischt und der echt dann auch noch viel Lebenszeit vor sich hat. Und ich finde das immer so wahnsinnig wichtig, dass auch die Hundehalter verstehen, dass sie ganz viel selber machen können, wenn sie da entsprechend dann auch ein bisschen die Kenntnis sich drüber aneignen. Denn all diese ganzen Maßnahmen sind, könnte ich mir vorstellen, sicherlich deutlich wirksamer, wenn sie regelmäßig entsprechend dann auch immer wieder mit in den Alltag integriert werden, oder? Ja, das ist ein ganz großes Thema. Und was da ja auch noch eine ganz große Rolle spielt, ist natürlich auch die Rasse des Hundes, den die Leute sich angeschafft haben. Wir haben ja mittlerweile eine unfassbare Bandbreite von Hunden, die uns durchs Leben begleitet. Zum Beispiel von ausgewachsenen 1 Kilogramm schweren Chihuahuas und anderen kleinen Rassehunden bis hin zu 100 Kilogramm großen Herdenschutzhunden. Wir haben momentan, ich wohne ja im Kölner Raum, wir haben momentan im Kölner Raum, man muss es wirklich schon sagen, eine Schwemme von Dackelwelpen. Ich finde Dackel bezaubernd. Ich habe Herzchen in den Augen, wenn ich einen Dackel sehe, keine Frage. Aber es gibt leider sehr viele davon, die in der Kölner Innenstadt leben und so ein bisschen als Statussymbol durch die Gegend getragen werden. Das ist für so einen langen Dackelrücken nicht das, wofür dieser Hund gezüchtet wurde. Der braucht Muskeln. Wenn man diesen Leuten Tipps geben könnte oder dürfte, die sie zu Hause, abends von mir aus am Sofa, wenn sie nicht in den Wald wollen mit dem Dackel, die man zu Hause machen kann, wenn sie das kontinuierlich dreimal in der Woche für 5 Minuten, nur 5 Minuten machen würden, würde dieser Hund viel besser alt werden. Und das betrifft so viele Hunderassen. So viele Hunderassen haben natürlich ein gewisses Ziel, wofür sie ursprünglich mal gezüchtet worden sind. Und natürlich schaffe ich mir keine 300 Schafe für meinen Hund an. Ich möchte keine Kuhherde im Garten stehen haben. Den Platz habe ich auch nicht. Und wenn es schon an der perfekten Auslastung hapert und die einfach auch nicht umsetzbar ist in unserem Breitengraden, gibt es aber doch ganz viele Sachen, die man eben alternativ dem Hund anbieten kann, um diesen Bewegungsapparat speziell zu unterstützen. Und der Dackel braucht ganz andere Unterstützung als der Schäferhund und der Neufundländer braucht wieder völlig andere als der Beagle. Und ja, genau, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, auch wenn wir hier über den Hund sprechen, durch diese sehr große Vielfalt an Körpermöglichkeiten, die es da so für Hunde gibt, gibt es dann natürlich auch verschiedene Prädilektionsstellen, wo es bei dem einen oder anderen echt dann auch hapern kann. Da werden wir jetzt nicht komplett drauf eingehen, aber da hast du natürlich durch diese ganze, ja, Erfahrung in diesem Bereich, auch super viel Hintergrund eben auch entsprechend der körperlichen Gegebenheiten da auch wirklich gute Ratschläge und gute Möglichkeiten an die Hand mitzugeben. Oder eben, wie du schon gesagt hast, es gibt so viele Physios, die dann auch für Hundehalter etwas anbieten, um sich da entsprechend dann auch wirklich ein paar Kenntnisse anzueignen, was man dann selber auch zusätzlich vielleicht zu einer notwendigen Therapie, wo man dann zu jedem Fachkundigen hingeht, aber dann entsprechend dann auch zu Hause das Ganze machen kann. Hast du vielleicht so irgendwelche Beispiele, wo du sagst, boah, das ist mir so in Erinnerung geblieben, wo es ganz besonders eindrücklich merkbar war, dass vielleicht vor der Behandlung der Hund echt schon ein Problem hatte, was entweder schon bekannt war, nicht so ganz aufgetaucht ist und nach der Behandlung irgendwie sich da viel getan hat, ob es jetzt Verhalten, in welche Richtung auch immer war. Hast du da Beispiele, dass vielleicht man sich das so ein bisschen plastischer noch vorstellt, auch vielleicht mit der Geschichte, wie ist es überhaupt darauf gekommen, dass der Hund Schmerzen haben könnte? Gibt es da so ein paar Beispiele bei dir? Also ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich da zuerst erzählen soll, weil das ist halt, ich erlebe das halt so oft, dass die Leute mit einem Hund zur Behandlung kommen, der entweder schon wirklich ein ernstes Problem hat. Morgen zum Beispiel kommen 2 Hunde, die ich noch nicht gesehen habe, bis jetzt nur auf dem Video, eigentlich 4-jährige Hunde, einen kleinen Chihuahua und eine Labradorhündin, die bis vor 3, 4 Tagen das blühende Leben waren. Und man weiß auch gar nicht, was passiert ist. Und die Hunde können vor Schmerzen kaum laufen. Ich bin super gespannt, wenn ich die morgen in der Praxis habe, bin mir aber sicher, es wird bei beiden ein akutes Problemchen sein. Wenn man es findet und gezielt behandelt, wird das Problem wahrscheinlich gleich weg sein.
Beispiele, die mir besonders ans Herz gehen, wo ich mich selber immer total drüber freue, ist es, wenn die Leute mit einem Hund zu mir kommen, der meistens zwischen 6 und 10 Jahren alt ist und wo die Leute sagen, ja, der ist jetzt halt ruhiger geworden. Also wir glauben gar nicht, dass da was Schlimmes ist, aber vielleicht können sie dem ein bisschen was Gutes tun, dass der noch mal ein bisschen mobiler wird. Und das ist ja eigentlich ein Wunsch, der beim 6-, 7-, 8-jährigen Hund eigentlich nicht kommen sollte, weil der sollte eigentlich noch mitten im Leben stehen. Und dann untersucht man die Hunde und was man feststellt, sind ganz oft einfach nur kleine Verspannungen und Blockaden im Skelett, in der Wirbelsäule, also wirklich eigentlich kleine orthopädische Baustellen. Überhaupt nichts, wofür der Hund zum Tierarzt müsste, geschweige denn ein Röntgenbild angefertigt werden müsste oder der Schmerzmittel bekommt. Und dann behandelt man die Hunde einmal, nimmt diese Verspannungen und diese Fehlstellungen aus dem Körper raus und die Leute schreiben einem 1, 2 Tage, dass sie sich herzlich bedanken für die Behandlung. Der Hund wirkt, als wäre er 3, 4 Jahre jünger. Der Hund läuft wieder im Galopp die Treppe hoch, der kullert seinen Spielball wieder dem Besitzer vor die Füße, was er seit 2 Jahren nicht mehr gemacht hat. Der ist nicht mehr in einem gemütlichen Trab draußen, Schritt draußen unterwegs, sondern trabt wieder federnd neben dem Besitzer her. Also das sind eigentlich so Sachen, da freue ich mich maßlos. Das rettet mir den Tag, wenn ich so eine Nachricht morgens vom Frühstück schon lese. Das kann ich mir vorstellen. Und ja, hast gerade schon gesagt, so diese klassische Alterskategorie auch, wo man immer denkt oder wo man vielleicht auch nochmal zum Ausdruck bringen sollte, dass es nicht unbedingt normal ist, dass man zwischen 6 und 10 Jahren den Hund gefühlt hat wie ein Rentner, also so von dem, wie er sich bewegt. Okay, vielleicht noch je nach Rasse, je nach Bewegungsmöglichkeit und je nach Luftmöglichkeit, die der Hund so hat. Da gibt es natürlich dann auch nochmal Unterschiede. Aber wenn so dieses Verhalten sehr sich unterscheidet zu dem, wie man ihn eigentlich früher kennengelernt hat, dann sollten da doch die Alarmglocken läuten. Und was ich auch immer so zu bedenken gebe oder auch wo ich dann immer drüber nachdenke, je nachdem, wenn man selber auch schon mal so ein paar körperliche Erfahrungen gemacht hat, was so wehtun könnte, es ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt einen Schmerz habe, der mir wirklich volle Möhre ins Leben reinzieht. Also je nachdem, wo der Schmerz lokalisiert ist, kennen wir ja auch, dass es Unterschiede in der Qualität gibt. Also dass ein Schmerz richtig stechend widerlich sein kann, wo man denkt, man fällt gleich um, weil das so reinzieht, weil es einfach aus einer Struktur kommt, für die das wichtig ist, dass man darauf aufmerksam macht. Oder entsprechend so eher so ein bisschen unterschwellig, was dann auch gar nicht so bemerkt wird und wo man sich ein bisschen mit arrangiert und das auch einfach nochmal vielleicht im Kopf nachzuhalten, zu sagen, hey, es gibt halt Unterschiede und nur weil der Hund, wie eingangs gesagt, von dir nicht aufschreit und jammert und völlig da niederliegt, heißt das ja nicht, dass nicht eine andere Qualität Schmerz bereits irgendwo empfunden werden könnte. Und da ist eben so dieses Verhalten beobachten super wichtig und dann entsprechend auch mal jemanden drauf gucken zu lassen, oder? Jeden Fall. Es gibt bei den Hunden ja noch einen ganz gravierenden Unterschied. Nicht nur in der Körpergröße, dass wir winzig kleine und riesengroße Hunde haben, sondern die Hunde sind alle für irgendwas gezüchtet worden, früher mal ursprünglich. Und wir haben Rassen dabei. Da hat man das Kommunizieren von Schmerz zuchttechnisch unterbunden. Das heißt, man hat mit den Hunden weiter gezüchtet, die nicht gejammert haben. Wenn ich einen Bullenbeißer hatte, einen Molosser, der in der Lage sein sollte, einen 900 Kilogramm schweren Bullen von A nach B zu treiben, dann sollte der sich nicht krank melden, wenn der eine Kralle eingerissen hatte. Das heißt, man hat jahrzehntelang Bullmastiffs und Molosser gezüchtet mit den härtesten Hunden. Das heißt aber nicht, wenn heute ein Bullmastiff sich verletzt hat, dass der keinen Schmerz empfindet. Er kommuniziert ihn aber nicht. Wenn ich das Gegenteil von Hund habe und ich habe die kleinen Gesellschaftshunde, diese kleinen, lockigen, fluffigen, süßen, kleinen Pudel, Malteser, Bichon Frise und wie sie nicht alle heißen, die kommunizieren das ja schon, wenn ihnen ein Grashalm im Fell feststeckt. Und dann bleiben die schon stehen und sagen, oh Mama, kannst du mir helfen? Ich kann nicht mehr laufen. Das würde ein Jagdgebrauchshund nicht tun. Das würde ein Herdenschutzhund nicht tun, weil der ist gezüchtet worden, um seinen Job zu machen. Das heißt aber nicht, dass der Herdenschutzhund oder Jagdhund keinen Schmerz hat. Er kommuniziert ihn nur nicht. Das heißt, ich mache den Besitzer natürlich auch überhaupt keinen Vorwurf, wenn sie sowas nicht erkennen, weil manche Hunde zeigen es nicht.
nicht. Wir haben so richtig harte Hunde manchmal in der Praxis, wo man sich, wenn man ein Röntgenbild sieht, wahnsinnig erschreckt und denkt, oh mein Gott, was muss dieser Hund Schmerzen gehabt haben? Er hat es aber nicht gezeigt. Der ist trotzdem getrabt. Er war trotzdem total loyal und liebevoll seinem Besitzer gegenüber und er konnte das auch gar nicht merken. Ja, und umso wichtiger finde ich es, dass da in großen Abständen mal gelegentlich eine Fachperson einfach drüber schaut und mal einen ganz neutralen Blick drauf hat und sagt, hey, du, doch, hier ist ein Gelenk, das ist nicht ganz in Ordnung. Hier ist ein Schmerz an der Wirbelsäule, da können wir was gegen machen. Und da würden so viele Hunde von profitieren. Ganz wichtiger Punkt, da vielleicht auch nochmal, um so ein kleines bisschen die Kurve zum Abschluss zu bringen, denn ja, dass Hunde eben nicht in jeder Sparte, wo sie so unterwegs sind, bevorteilt wären, wenn sie da permanent irgendwelche Kleinigkeiten äußern. Da haben wir in der Zucht natürlich großes Augenmerk auch drauf gelegt, um eben, ob es jetzt Terrier oder Molosser oder wie du auch schon immer gesagt hast, da gibt es so große Unterschiede. Und da ist es ganz wichtig, dann einfach auch seinen eigenen Hund so zu nehmen, wie er ist. Und wenn man das selber das Gefühl hat, da könnte was sein, ich glaube, dann ist es auf jeden Fall so, dass man gehen müsste. Und auch wenn du das Gefühl nicht hast, dann ist es trotzdem zwischendurch mal Zeit, eben den Hund einfach jemandem vorzustellen, der das häufig in der Hand hat, der da häufig sagen kann, Mensch, hier, guck mal da. Und ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ich glaube, dass man auch am Ende, wenn es dann lange nicht erkannt ist, sich auch vielleicht ein bisschen fragt, Mensch, hätte ich nicht früher was machen können? Und ist das so? Also hast du häufig auch Hunde, wo du sagst, boah, das da klar, wenn die eine Seite nicht mehr belastet wird, nimmt man die andere deutlich mehr und so. Und lange nicht erkannt macht natürlich dann auch das Leben für den Therapeuten hinterher nicht einfacher, oder? Ja, also man muss sagen, es gibt ja leider so einen typischen Fall, den wir alle Physiotherapeuten leider sehr, sehr oft in der Praxis haben. Und zwar von einem Hund, der tatsächlich so eine angeborene Hüftgelenksgeschichte hat. Man muss einfach sagen, diese angeborene Hüftgelenksdysplasie, wo der Oberschenkelkopf und die Hüftpfanne einfach nicht so ganz zueinander passen. Muss man sagen, das ist ein Problem, was viele Besitzer halt anfangs nicht wahrnehmen, weil der Hund es nicht kommuniziert. Wenn der Hund aber als Folge dieses Schmerzes, den er schon die ganze Zeit im Körper hat, das Gewicht nach vorne überlastet, um hinten die Gelenke zu entlasten, kommt es irgendwann in den vorderen Gelenken zu starker Überlastung, zu Arthroseentstehung, die überhaupt nicht sein müsste. Wenn der Hund dann vorne humpelt, dann sehen die Leute das. Der Hund trägt mehr Körpergewicht auf den Vorderbeinen. Und wenn vorne ein Bein wehtut, dann sieht man immer so ein typisches Kopfnicken. Das heißt, ein Hund, der vorne lahmt, das sieht man deutlich, viel besser als hinten. Und das sehen die Besitzer dann wahr. Und dann kommt zum Beispiel ein fünfjähriger Golden Retriever in die Praxis. Die Leute denken, oh, der hat sich vorne rechts vertreten. Dann untersuche ich den Hund und da muss ich den Leuten ganz vorsichtig und empathisch beibringen, dass dieser Hund nicht seit 2 Wochen vorne rechts einen Schmerz hat, sondern eigentlich schon seit 5 Jahren hinten links. Und es ist durchaus auch nicht selten, dass Besitzer, man merkt, wie die dann anfangen nachzudenken, wie die traurig werden. Und es haben schon Frauen dann in meinen Armen geweint, weil sie gesagt haben, boah, warum habe ich das nicht früher gemerkt? Ich hätte doch viel früher was gegen den Schmerz unternommen. Das geht einem wirklich total nahe. Und ich versuche es immer ganz vorsichtig zu kommunizieren und auch zu sagen, sie konnten es gar nicht sehen. Der Hund kannte das gar nicht anders. Das war für ihn ganz normal. Der ist so zur Welt gekommen. Aber unter uns gesagt, wäre die Dame vor 3 Jahren gekommen, hätten wir schon frühzeitiger was dagegen unternehmen können. Dann wären dem Hund einige Jahre mit weniger Schmerzen vergönnt, mit einer viel höheren Lebensqualität. Ein wichtiger Punkt, und ich glaube, das hast du jetzt auch noch mal gerade unterstrichen. Es geht ja gar nicht darum, dass dann den Leuten irgendwie gesagt werden soll, Mensch, hier haben wir echt was verpasst oder so. Es ist einfach nur so wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass Hunde nicht dazu geboren worden sind, Schmerzen auszudrücken, Schmerzen zu zeigen, manchmal gerade bei angeborenen Einschränkungen, sie ja auch kein anderes Bewusstsein haben, als dass es so ist, wie es ist, und schon dreimal nicht irgendwas mal eben zu merken ist, außer dass wenn dann die anderen Strukturen, die etwas übernommen haben, dann entsprechend sich auch dazu melden und es dann auf einmal auffällig wird. Also ganz, ganz wichtig, das auch nochmal hier zu sagen, es geht nicht darum, dass die Personen dann irgendwas verpasst haben. Klar, ne? Man kann immer so früh hier mal gucken und dort, aber ich glaube, jeder Gang, egal ob er mit 3, 4 oder 5 Jahren, ist immer super wertvoll, wenn man den Hund durchchecken lässt und dann einfach weiß, okay,
Ich kann die und die Belastung entsprechend so machen oder ich könnte dies und jenes tun und mir dann was an die Hand geben lassen. Und insofern, Hunde sind dazu einfach nicht auf die Welt gekommen, um jeden Schmerz auszudrücken. Das ist dann so die kleine Krux an der Geschichte. Und diesen mitzubekommen, die Beweglichkeit entsprechend zu kennen, dafür sind dann natürlich fachkundige Personen entsprechend diejenigen, an die wir uns wenden sollten. Und ich glaube, da sind wir sehr gut bei guten Physios, guten Osteotherapeuten und wie auch immer, einfach ein bisschen schauen, wen habt ihr da für euch, der entsprechend in der Nähe ist. Und klar, Kölner Raum, Susanne, auf jeden Fall die Adresse, wo ihr euch dann entsprechend dran wenden könnt. Die E-Mail beziehungsweise vielmehr die Seite, die verlinken wir natürlich unter dem Podcast, wo ihr sie findet, wo ihr Termine vereinbaren könnt. Und wenn sie gerade voll ist, weil sie hat immer viel zu tun, dann hat sie sicherlich auch noch den einen oder anderen Kollegen, an den sie gegebenenfalls dann auch weitergeben kann. Denn da ist Susanne sehr, sehr breit vernetzt und sehr, sehr gut aufgestellt, hat, glaube ich, überall durch die ganzen Seminare irgendwen, wo sie sagt, Mensch, geh mal dahin, geh mal dahin, das kann auch gut sein. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ganz lieben Dank, Susanne, für diesen kleinen, ja eher Wachmacher für alles so oder uns Hundeleute, die vor allem viel mit den Hunden draußen sind, sie auch gezielt beanspruchen. Das ist natürlich irgendwie, wird es da immer klar, ich sollte vielleicht mal zwischendurch was gucken lassen, aber eben auch alle anderen, die einen Hund haben, der einfach ganz normales Family-Business mitmacht, mit dir spazieren geht und an denen du jetzt vielleicht keine riesen Anforderungen sonst stellst. Dennoch ist es sicherlich immer mal wieder einen Gang wert, ein Physio eures Vertrauens aufzusuchen, um da entsprechend das Thema Schmerz ein wenig näher zu betrachten, ob du was tun solltest. Und wenn nicht, ist auch gut. Und ich glaube, da sind viele, viele Dinge möglich. Und ganz lieben Dank, Susanne, an dieser Stelle. Sehr Ich würde gerne. sagen, das kann noch mal den einen oder anderen Hund ein wenig oder ich hoffe, es macht ein bisschen nachdenklich, um dann noch mal den einen oder anderen Termin schnell anzugehen. Das würde mich sehr freuen. Ganz lieben Dank dir. Sehr gerne. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.